Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Heimkino-Führung, Vorstellung, wie auch immer man es verstehen will oder sehen will. Ja, nachdem wir den Fernseher schon mal kurz hatten, kommen wir heute zum Blu-ray-Player, den ich schon eingeschaltet habe. Und zwar ist es jenes hübsche Teil hier. Ja, 3D habe ich ja im letzten schon gezeigt, also im letzten Video zumindest gesagt. Das Ding, ich hoffe, dass er 3D kann, aber ich selbst habe keine Möglichkeit, das hier wiederzugeben. War eigentlich für mich auch nicht von Belang. Das Angebot war einfach nur schön. Ja, man kann die Front hier so runterklappen und hat dann hier die wichtigsten Bedienknöpfe und einen USB-Anschluss. Der USB-Anschluss ist nämlich ganz wichtig, weil das Ding zum Beispiel hier das von mir sehr geschätzte MKV-Format beherrscht. Oder hier, das wird man nicht mehr sehen können, steht halt External HDD oder HDD, müsste man ja dann sagen. Also sprich, hier habe ich es auch nochmal erklärt. Man kann halt an diesen Player einfach eine Festplatte oder einen Stick oder so anschließen und dann ihm verschiedenste Videoformate zuführen. Wie gesagt, MKV finde ich persönlich sehr schön, aber DivX geht auch, AVIs spielt ja ab, also verschiedene Sachen. Man kann auch Bilder auf dem Ding wiedergeben und und. Was auch sehr schön ist, das Ding ist jetzt per WLAN hier im Netz. Ist er mit dem Netz verbunden und er hat zum Beispiel die Möglichkeit, ein DLNA anzusprechen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Festplatte oder freigegebene Videodateien oder sowas im Netz hätte, könnte ich die mit dem Teil aufspüren und wiedergeben. Habe ich leider nicht, deswegen kann ich das nicht zeigen. Aber was er zum Beispiel auch kann, wir gucken uns einfach mal jetzt hier dieses Menü noch mal ein bisschen genauer an. Also hier vorne Spielfilm. Das Ganze ist witzig gemacht, dieses Menü. Das sieht halt so aus wie irgendwie Wasser, in dem so Eiswürfel schwimmen oder so. Nee, also man kann Spielfilme wiedergeben, Fotos, Musik. Wie gesagt, die drei Sachen auch alle irgendwie von einem Stick oder von einer Festplatte aus. Nicht notgedrungen über eine Disk, die im Laufwerk liegt. Ja, Homelink, da kann man sich halt irgendwie mit einem PC oder mit so einem DLNA verbinden. Und Netcast, ups, Moment, das hier, Netcast ist eine sehr schöne Sache, die ich mal kurz zeigen werde. Und zwar, lass mal dahin manövrieren. Die Steuerung ist ein wenig schwammig, muss ich sagen. Also, so finde ich ihn sehr gut, aber so die Tasten reagieren immer mit so einer kleinen Verzögerung. Also, man kann jetzt hier sich YouTube-Videos angucken. So ein Picasa-Fotoalbum, nicht? Diese Web-Fotoalben durchblättern. Oder, ja, AccuWeather, also halt das aktuelle Wetter anzeigen lassen. Ich habe jetzt Berlin eingestellt, weil es von mir aus hier das dichteste ist. Ne? Wir können ja mal ganz kurz hier rein. Zack, also er nimmt jetzt wie gesagt Verbindung mit dem Internet auf und sagt mir dann voraus, es ist überwiegend wolkig. Boah, das stimmt. 1 Grad Celsius dürfte auch stimmen. Fühlt sich wie minus 1 an. Na gut, das ist immer Blödsinn. Diese gefühlte Temperatur finde ich ja völlig bescheuert. Das ist ja die dämlichste Erfindung, die es gibt. Hier so ein kleines Satellitenbild. Ne? Falls jetzt Leute sagen, wieso ich das dämlich finde, an die habe ich eine Frage. Bitte beschreibt mir doch mal haargenau, wie sich minus 7 Grad Celsius anfühlen. Also nicht minus 8 oder minus 6, genau minus 7. Die beschreibt mir mal. So, und dann wollen wir mal sehen, ob das irgendwie was Sinniges ist. Ja, das kannst du nämlich nicht. Wetter fühlt man, das ist rein subjektiv, das ist nicht objektiv. Deswegen minus 1 Grad Celsius. Ich laufe bei minus 1 Grad Celsius mit offener Jacke rum und manche machen die schon bei 10 Grad zu. Also plus. Also deswegen völliger Schwachsinn. Ich verstehe es nicht, wie Leute auch so einen Blödsinn reinfallen können. So, naja, egal. Das aber nur mal am Rande. Ja, YouTube-Videos geht auch. Dauert jetzt aber zu lange, das zu zeigen, weil ich habe natürlich hier keine schöne Eingabemaske. Also es ist jetzt nicht so diese klassische YouTube-Startseite, sondern er stellt einem hier schon Autos vor. Wie die zusammengewürfelt werden, ich habe keine Ahnung. Und dann hat man halt hier oben Suche. Und jetzt könnte ich halt über diese Maske so mit Cursor vor, hoch, zurück, runter, könnte ich jetzt hier so Stichworte eingeben, bis ich dann beim entsprechenden Video lande, was ich will. Nicht, aber das, wie gesagt, ist jetzt auch nicht weiter wichtig.
Ja, also ich finde, das Ding ist ziemlich cool. Auch sehr, sehr flach. Also das sind keine 5 cm, was das Ding hoch ist. Tief. Ich habe mal hier von diesem Oscar-prämierten Knallerfilm Piratensender Powerplay mal die DVD-Hülle. Da kann man halt sehen, wenn ich die jetzt so hier vorne bündig ranhalte. Da hinten ist ein bisschen zu dunkel. Ich muss das mal zeigen. Also hier hinten, ups. Ständer mal weg. So, hier hinten endet der Player, wo mein Finger ist, und dann da ist die DVD-Hülle. Kann sich das jeder vorstellen, noch so eine Fingerbreite passt da so noch dazwischen, nicht? Und ja, breit ist das Ding, hat so, ich glaube, das ist so ein Standard-Reckmaß. Ja, das ist übrigens hier sehr cool, mein Aufsteller hier so, womit ich halt immer den Film, den ich mir gerade ansehe, so schön präsentieren kann. Es gibt in Amerika eine Firma, die machen das noch ein bisschen besser. Da sieht das dann aus, da kommt das in so ein wie in so eine Art Schutzumschlag, sage ich jetzt mal. Und dann steht da wirklich so dieses Now Playing drüber, dass du es wirklich so wie so ein Kinogefühl hast. So das Poster hängt so da. Und das Ding kostet aber schweineviel Geld. Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das waren 40 Dollar oder so. Ist dann auch richtig massives Metall. Und diesen total, diese Staffelei sozusagen hier total billig, habe ich mal für 1 € in so einem Restpostenmarkt gekauft, und es passt also wunderbar, nicht? Man stellt die Disc drauf und tada, sieht man halt, welchen Film man ja sieht. Ja, großartig. Ich weiß immer noch nicht, ob ich dieses olle Werbedings hier mal abmache oder ob ich das dran lasse. Im Moment lasse ich noch dran, irgendwie stört es mich nicht. Und ja. Das Ganze, also der Player, ich habe schon gesagt, der Fernseher hat 300 gekostet, der Player hat jetzt 200 € gekostet. Da waren allerdings auch noch 10 Blu-rays mit dabei. Ironischerweise keine 3D-Blu-rays. Ja, also macht irgendwie keinen Sinn, einen 3D-Blu-ray-Player zu verkaufen und dann nur in Anführungsstrichen normale Blu-rays dazu zu legen. Das wäre in ähnlicher Form gewesen, als hätte man damals, als der DVD-Player rauskam, zu jedem gekauften DVD-Player ein paar CDs zugelegt. Ne? Er kann es abspielen, natürlich, aber damit pushe ich ja das Medium nicht. Ne? Also, da hätte ich natürlich sagen sollen, okay, jetzt hier irgendwie eine, und wenn es eine scheiß Doku gewesen wäre, die in 3D wäre, ne? Einfach so mit drauflegen, aber haben sie nicht gemacht. Ist auch egal, ich kann es, wie gesagt, eh nicht wiedergeben, was mir prinzipiell egal, ich finde nur die Logik dahinter irgendwie bedenklich. Ist ein Angebot von Amazon gewesen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Falls es noch aktiv ist und ich den Link noch habe, steht da unten in der Kommentarbox mit drin. Falls nicht, steht da dann nicht. So. Aber den Player kann ich wirklich empfehlen. Also ich muss echt sagen, das Ding ist super klein. Ich habe es ja gezeigt. Super handlich auch. Ich habe ihn jetzt mal zur Seite hier nochmal, Piratensender Powerplay, auf zweierlei Arten angeschlossen. Also einmal hier, ja, hier ist es ein bisschen dunkel. Könnte höchstens mal ein bisschen künstliches Licht ins Spiel bringen. Bringt auch nicht wirklich viel. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Hand frei zum Zeigen. Also hier hinten ist halt ein HDMI-Kabel, das geht dann runter in den Verstärker. Und hier bin ich mit 5 Cinch-Steckern. Also hier unten sind 3 Components für das Bild und oben die 2 Stereo. Die gehen dann halt direkt hinten in den Fernseher rein. Falls man mal einfach nur so im Bett liegt und eine DVD gucken will und jetzt nicht noch großartig da den Ton anmachen möchte, dann dafür ist das halt mal eben so für schnelle Sachen gedacht. Natürlich fürs richtige Heimkino-Feeling. Da wird dann der Verstärker angemacht, aber das zeige ich euch erst in 2 Tagen und damit soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, in 2 Tagen geht es weiter, dann kommen wir zum Rest, dann wird der Verstärker ein bisschen vorgestellt, auch wenn ich gar nicht weiß, was ich dazu großartig sagen soll. Und dann natürlich hier so meine Teufelboxen. Ne, so.